Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders-Video. Heute möchte ich euch vom Pyromant das legendäre Rüstungsset Torture vorstellen. Wer es nicht gespoilert haben will, sollte jetzt wie immer wegschalten. Wir fangen direkt mit den Stiefeln an. Wie immer die meisten Werte ab dem Item Level 52. Wenn ihr es findet, ist es natürlich wie immer etwas schwächer. Wir fangen wie immer mit dem Dreifach-Bonus an, wenn ihr mindestens drei Sachen dieses Rüstungssets tragt. Verdreifacht die Größe der Volcanic-Munition und sie umgibt eine schadensverursachende Aura. Der Rüstwert der Stiefel erhöht, der Rüstwert erhöht sich um 24.430. Die Maximalgesundheit wird um 6.000 erhöht. Der Long-Range-Damage erhöht sich um 14% und die Status-Power um 21,7%. Der Level 3-Mod erhöht bei Aktivierung des Skills. Es bezieht sich auf keine Fertigkeit, wie ich das gerade sehe. Okay. Erhöht bei Aktivierung des Skills Feuerschaden um 113.000 und die Anomaliekraft um 94.000 für 15 Sekunden. Also gehe ich mal davon aus, egal welchen Skill du mit dem Pyromant aktivierst, alles das, was ich gerade gesagt habe, erhöht sich eben um diesen besagten Wert. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Ash Blast. Der Skill verursacht 60.000 mehr Schaden. Die Handschuhe erhöhen den Rüstwert um 19.534, die Bonusfeuerkraft erhöht sich um 12.300, der Lebensentzug durch Skill Life Leech, ich habe es dann endlich mal auch aus der Originalfassung mir rausgezogen, Lebensentzug durch Skill ist das Skill Life Leech, was ich immer so ziemlich dämlich beschreibe, erhöht sich um 3,5% und die Heilrate erhöht sich um 13%. Der Level 3 Mod erhöht die Reichweite, bei der sich Gegner in unmittelbarer Nähe befinden, um 2 Meter. Okay, und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Ash Blast, fügt einem Gegner, der mit Brennen belegt ist, 41.000 Schadenspunkte zu und verbraucht diesen Status. Der Rüstwert des Unterkörpers erhöht sich um 20.800, die Maximalgesundheit um 6.000, Cooldown-Reduzierung um 6,5% und die Status-Power erhöht sich um 21,7%. Der Level 3-Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Ash Blast. Bei der Aktivierung erhöht sich deine Lebensregeneration durch Waffenschaden um 40% für 6 Sekunden und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Volcanic Rounds, 2 Aktivierungen des Skills bevor die Cooldown-Zeit beginnt, sehr sehr effektiver Mod. Der Oberkörper erhöht euren Rüstwert um 23.000, maximale Gesundheit wird um 5.300 erhöht, der Long Range Damage wird um 12% erhöht und die Heilrate wird um 12% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Volcanic Rounds Fähigkeit und verringert die Resistenz des Gegners gegen den Skill um 25%. Der Level 1 Mod bezieht sich ebenfalls auf die Fähigkeit Volcanic Rounds. Gegner, die vom Skill getroffen werden, bekommen den Status Schwächer. Kommen wir als nächstes zum Helm. Der Rüstwert erhöht sich um 24.610. Die Bonusfeuerkraft erhöht sich um 14.400. Skill Life Leech, der Lebensentzug durch Skills sozusagen 3,25 erhöht es sich. Und der Close Range Damage erhöht sich um 12%. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Ash Blast. Gegner, die vom Skill-Effekt getroffen wurden, bekommen 20% mehr Waffen- und Anomalieschaden für 5 Sekunden. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Volcanic Rounds, verringert den Rüstwert des Ziels um 20% für 10 Sekunden. Das war's mit diesem Rüstset. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Dem Video wie immer einen Daumen da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.